Hi Leute und willkommen zurück hier bei der 80er Questline, der Main Story Questline von The Wozen. Wir sind genau hier beim dritten von fünf Kapiteln und ich nehme das Ganze jetzt gerade nur als Aufnahme auf, das heißt nicht live on stream und werde es wahrscheinlich noch im Nachhinein ein bisschen schneiden. Vielleicht lasse ich es aber auch direkt einfach so zusammen, mal gucken. Ich werde wieder alles vorlesen, meine Meinung dazu sagen und hoffentlich das Ganze genießen. Ich habe mir extra nichts angeguckt an Spoilern und so weiter, dass ich wirklich absolut nicht weiß, was auf mich zukommt und nehme euch gerne mit auf meine weiterhin stattfindende Reise. Ja, in The Wozen, zumindest was die ersten Minuten, die ersten Stunden eben auf 80 anbelangt. Dann gehen wir mal zu der guten Aleria und schauen mal, was sie zu sagen hat. Ihr habt mich gefunden. Wie ich höre, könnt ihr gut im Dunkeln sehen. Die Weberin weiß etwas, das uns helfen könnte. Ich würde der Spur ja selbst folgen, aber... Ihr habt zu tun, verstehe. Steht mir einfach nicht im Weg. Wir sehen uns im Nest der Weberin, Champion. Okay. Also zur Weberin, also es geht nach Ashkahed. Interessant. Fällt gerade kurz ein. Moment. Muss mal kurz. Auto-Accept ausstellen. Gut. Dann wollen wir mal kurz gucken. Also es geht nach Ashkahed. Wir können also hier die Abkürzung nehmen. Wird auch angezeigt. Mal schauen, was das Ganze wird. Gut, jetzt haben wir 1000 Quests, das sind alle weg. Wollen nur zu der Weberin. Wurdet ihr verfolgt? Das ist eure Verstärkung? So. Also das ist Itechi oder so, Rüstmeisterin der durchtrennten Fäden. Und gut, Lillian Voss muss man sich ja nicht gerade irgendwie nochmal neu Ich habe angucken. viel Die von kennt man euch ja. gehört. Sehr gut. Informationsbeschaffung. Wie ich eurer mürrischen kleinen Meisterspionin gerade sagen wollte, erwarte ich, dass das ein Unterfangen wird, das für beide Seiten von Vorteil ist. Wenn wir fertig sind, haben wir beide die Informationen, die wir brauchen. Folgt eurem Fadenhäppchen. Aus der Spinnenperspektive. Ich habe selbstverständlich in jeder Ecke der Stadt meine Augen, mit Ausnahme von einer. Das Transformatorium ist das Gelände für Anzurex frühreifste Lakaien und höchstgeschätzte Haustiere. Das ist der Ort, an dem der Aufstiegsprozess entwickelt wurde. Ich habe ihn erst vor kurzem zwischen die Krallen bekommen und auch nur dank unserer werten Itteki hier. Aber vieles davon ist mir nach wie vor unbehaglich schleierhaft. Ich glaube, es ist an der Zeit, Bein anzulegen. Platziert Schattenwerfer, um Informationen von meinen Speeren zu erhalten. Trefft anschließend Itteki und eure eigene Meisterspionin Voss in einer diskreten Ecke des Bezirks. Das Transformatorium entzog sich meinem Blick, bis Itteki eingebrochen und aufgestiegen ist. Ihr schmeichelt mir, Herrin. Haltet nach störenden Bewegungen Ausschau. Macht euch anschließend zur Infiltration bereit. Ah. Spannend.
Die sollen also infiltrieren. Und da sollen wir hin. Aus der Spinnenperspektive. Ah, okay. Vorräte sammeln, ausmarschieren. Ich habe nichts davon gehört. Glaubt mir, das sind Kriegsvorbereitungen und niemand hat mich informiert. Das kann nichts Gutes verheißen. Okay, also Anubazal hat also das mitzuteilen. Jetzt wollen wir da hinten hin. Der Schandfleck toter Götter verpestet dieses. Hier oben hin. So. Schmuggel ist nicht ungewöhnlich in der Stadt, aber aus der Tiefe des Wahnsinns? Besorgniserregend. Ich muss wissen, wo sie diese Galle hinbringen. Warum und für wen? Diese Galle hinbringen, das hört sich auch wieder an. Jetzt wollen wir noch da vorne hin. Diese Galle hinbringen. Ja, wir können mal kurz Barfoot reinpacken. Jetzt müssen wir gleich mal kämpfen. So. Wir sind aber sowas von gerüstet, was auch immer jetzt kommen mag. We are ready. Ah ja. Seht ihr das? Nichts. Überaus ungewöhnlich für die Stadt der Fälle. Die frisch Aufgestiegenen huschen für gewöhnlich über den Umbral-Bazar. Wo sind sie hin? Das ist sehr merkwürdig, bis jetzt, wenn ich ehrlich bin. Das ist wie in einem Kriminalfall. Wenig wie in einem Kriminalfall ist es hier. Ah. Beeindruckend. Sie haben es geschafft. Macht es euch nicht zu bequem. Uns steht eine lange Mission bevor. Ich lebe in den Schatten. Aus der Spinnenperspektive. Diese Berichte gefallen mir gar nicht. Was auch immer sie vorhaben, scheint sich zuzuspitzen. Und zwar genau zur rechten Zeit, dass wir dazwischen geraten. Keine Sorge, ich lasse euch wissen, wenn wir zu tief hineingeraten. Trödelt nicht. Das leise Krabbeln. Ich habe drei interessante Orte ausgemacht. Ein Lager auf der Ostseite der Anlage, ein Lagerhaus in der Mitte und diese große Speichereinheit mit den königlichen Flaggen der Sureki daran. Dort treffen wir uns. Wir werden uns getrennt voneinander durch das Gelände bewegen. Das sollte die Chancen verringern, entdeckt zu werden. Ihr mögt vor den meisten Nerubern verborgen sein, doch die Aufgestiegenen werden euch herausriechen können. Werft ihnen einige dieser Zornespheromone entgegen, wenn es brenzlig wird. Das sollte sie ablenken. Bleibt wachsam, bleibt leise. Es gibt viel zu tun. Ich glaube auch. So, jetzt Laborzugang. Red ist Karwan. So sehr ich es auch liebe, in den Schatten zu lauern, die wirklich pikanten Informationen werden sich im
Laboratorium der großen Verbinderin selbst befinden. Selbstverständlich braucht ihr da drin die richtigen Pheromone, doch das ist nichts, was mit etwas biologischer Fälscherei nicht zu schaffen ist. Die nerubischen Loyalisten hier stehen mit Sicherheit auf der Gästeliste. 6 Einheiten ihrer Absonderungen sollten genug sein, um uns 3 zu maskieren. Mögen eure Fäden starten. Wenn diese aufgestiegenen Wachen zu nahe kommen, werft eine der Fiolen. Das wird sie ablenken. Okay, verstehe. Die sehen nicht sehr hart aus. Ihr kommt damit klar. Genießt die Schleicherei. Ich spaziere einfach rein. Voll die Angeberin. Ey, wir sollen hier richtig die Aufwand betreiben. Und die meint so, ja, mir ist es egal, ich komme da eh hin. Dann hauen die erstmal um die Viecher. Wie wär's damit? Einfach mal umhauen. So. Man muss dazu sagen, ich habe da 594 Gier. Ist jetzt nicht so super hoch, aber gerade für die Main Story, die ja in dem Sinne ganz zu Beginn stattfindet, ist natürlich gar nicht so schlecht. Das heißt, wir sollten da gut durchkommen. So. Das haben wir auch. Müssen wir gucken, wir können jetzt hier hoch. Ah ja. Das ist ein Kanister. Schwarzblut, fass das nicht an. Ich bin nicht überrascht, das hier zu finden. Aber mir gefällt nicht, dass sie es rumtragen. Also Schwarzblut, das ist in dem Sinne das Blut eines alten Gottes. Wenn man sowas mitbekommt, dann denkt man sich so direkt so, oh Mann, ist kein gutes Zeichen, würde ich sagen. Könnte besser laufen. Ah. Frisch aus dem Transformatorium und noch triefend vor Sekret. Sie verfrachten diese Aufgestiegenen an die Front, bevor sie bei Verstand sind. Also die scheinen komplett den Verstand zu verlieren, diese Viecher. Hier sieht man, das sind die frisch aufgestiegenen Soldaten. Jo, die sehen wirklich ein bisschen anders aus, wenn ihr mich fragt. Ich würde mal sagen, so ganz gemütlich finde ich es jetzt hier nicht. Alles doch ein bisschen sehr scary. Gut, dass wir bald Halloween-Zeit haben. Aber jetzt muss ich da rein. Ob ich nach oben gelaufen bin? So. Das ändert die Situation. Das gewaltige Ding da gefällt mir gar nicht. Die erste aufgestiegene. So viel steht fest. Aber wer hält es gebunden? Und warum? Und vor allem, was ist das? Aha. Ich muss sagen, das sieht sehr abscheulich aus, das sehe ich. Was verlangt ihr? Was verlangt ihr? Das leise Krabbeln. Wir sind hier runtergekommen, um herauszufinden, was diese Neruba vorhaben. Ich glaube nicht, dass mir die Antwort gefällt. Bleibt wachsam. Aha. Ihr gefallen also nicht die Dinge, die hier so zum Vorschein kommen. Aber noch 3 Absonderungen. 3 Absonderungen.
Was verlangt ihr? Also irgendwie muss ich sagen, bei diesem Viech da gerade, der ersten aufgestiegen, habe ich irgendwie kein gutes Gefühl, bin ich ehrlich. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Jetzt Real Talk. So. Vor allem sowas wie Transformatorium, das hört sich auch wieder alles andere als gesund an. Wir können die mal kurz weglassen. Oh, ich habe so Bock, ey. Ich bin so gespannt, wie sich das ausgehen wird so mit der Story. Das ist echt nice. Ich habe sehr lange gewartet, muss ich dazu sagen, aber nun ist es soweit. Wir erfahren endlich, wie es weitergeht. Gut, haben wir als Helch, wir können abgeben. Von daher zurück. Wollen zum Laborzugang. Okay, absteigen, so. So treffen wir uns wieder. Laborzugang. Ob ihr mich gesehen habt? Nein, habt ihr nicht. Möge das Gewebe euch schützen. Endlich! Ich hatte mich schon gefragt, warum wir endlich über die... Wann wir endlich über die echte Intrige stolpern. Mögen eure Fäden stark sein. Oh oh, Freunde, oh oh. Meine Klingen sind stets gewetzt. Die Erschaffung eines Monsters. Wir haben ein neues Ziel, herauszufinden, was Anzrex Pläne für dieses Ding sind. Wir werden die Antworten im Laboratorium der großen Verbinderin selbst finden. Da würde ich meine Klingen drauf verwetten. Ich habe auf dem Dach einen Luftschacht entdeckt, den ihr mit eurem Greifhaken erreichen könnt. Iteki hat ein seltsames Gemisch zusammengebraut, das uns drinnen angeblich die nötige Freigabe verschaffen kann. Bäh! Wir treffen uns dort. Trödelt nicht ein Spritzer und keiner wird hinterfragen, ob ihr ins Transformatorium gehört. Die ist echt... Also die Iteki, ich muss sagen, von der habe ich ein bisschen Schiss. Die wirkt so richtig strange. Wobei strange passt nicht, so richtig weird irgendwie. Richtig, richtig weird. Richtig weird. Also zum Laboratorium. Ah ja. Wir sind drin. Holen wir, weswegen wir hier sind, und dann nichts wieder. Ah, hier sind wir jetzt. Meine liebe Lilia, kennen wir nur zu gut. Wo bleibt da der Spaß? Ich sag dir gleich Spaß, als ob das hier Spaß ist, wo wir gerade sind. Madame. Eine gefährlich instabile Rezeptur. Interessant. Ob sie das wohl der Monstrosität da draußen zu fressen gegeben haben? Ja, guck mal hier. Das sieht sehr bäh aus. Unsere Experimente gehen Überkrabbler nichts an. Unsere Experimente gehen Überkrabbler nichts an. Das sehe ich ein bisschen dieses anders. Dieses Experiment geht bis zur Regentschaft von Neferas zurück. Anzurek arbeitet schon lange daran. Nefer, wer? Die Mutter. Unsere geliebte, verstorbene Königin. Ob die Weberin davon wusste? Ah, okay. Wo
Oh, das sieht so cool aus. Ich liebe diese Plattform, ne? Die Wand. Ah, das. Okay. Die Cinematic kennen wir. Dieses Ding ist Nefaris? Wir sollten unsere Optionen abwägen. Wir gehen hin. Sofort. Das ist Nefaris? What the hell? Also, falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, ich hätte es gleich jetzt wirklich abspielen können. Aber ja, notfalls hört euch das nochmal an, beziehungsweise schaut euch das nochmal an. Es ist eigentlich sehr gut gemacht, aber ich glaube, es kennt halt jeder, deswegen. Das war halt auch noch vor dem Release. Es ist in dem Sinne die Vorgeschichte, dass Anzurek ihre Mutter in dem Sinne getötet hat, weil sie der Meinung war, dass dieses Festhalten an alten Traditionen und vor allem der Versuchung von Xalatas nicht in dem Sinne zu verfallen, ja, dass man es in dem Sinne komplett ablehnt, das fand Anzurek so absolut krank in dem Sinne, dass die Mutter das in dem Sinne nicht mitgemacht hat, ja, dass sie ihre Mutter getötet hat. Beziehungsweise, wie wir sehen, ist was übrig geblieben von der Mutter und das ist jetzt scheinbar verändert worden, was noch übrig war. Das ist die Mutter von Anzurek. Aufgestiegene Königin Nefaris. Ich lebe in den Schatten. Die Erschaffung eines Monsters. Das hatte ich nicht erwartet herauszufinden. Lissia? Lillian räuspert sich. Familiendrama beiseite. Was auch immer die alte Königin einmal war, sie wird sich zu einem großen Problem für uns entwickeln, wenn sie unweigerlich auf dem Schlachtfeld erscheint. Bleibt wachsam. Keine Panik. Ich bin es nur. Königin in Ketten. Anzurek, diese Made, diese einfältige, feige, kleine. Itaki knurrt leise und ringt darum, nicht die Fassung zu verlieren. Wenn das hier ist, was aus Nefaris geworden ist, dann müssen wir sie befreien. Sie ist nach wie vor unsere Königin, meine Gebieterin, wird wissen, was zu tun ist. Wenn die Weberin erfährt, was sie alle getan haben, wird es keinen Spalt geben, der tief genug ist, um ihrem Zorn zu entkommen. Korrekt, Iskavan. Vorsicht! Wir wissen nicht, wozu dieses Ding in der Lage ist. Dieses Ding ist meine Königin. Sie liegt in Ketten. Bringt mir alles an Galle, was Sie haben. Ich schmelze Ihre Ketten selbst, wenn ich muss. Galle, boah. Nicht ekelhaft, nicht ehrlich. Nicht ekelhaft. Was macht ihr da? Ihr bringt uns noch alle um. Ich weiß genau, was ich tue. Irgendwie bezweifle ich das. Ich glaube nicht, dass sie wirklich weiß, was sie da tut. Oh shit. Euer Aufstieg ist vollendet. What the fuck?
What the? Sie hat die Techies Verstand aus dem Nichts ergriffen. Was ist das für ein Viech? Boah. Ey, sag mal, wie stark ist Salat das bitte? Die guckt einfach einmal dahin und alles schon hat sie die übernommen. Krass. Es ist noch lange nicht vorbei. Boah, Salat, das ist wirklich... Also vor der, ohne Witz, seit langem hat man wirklich mal richtig Schiss vor so einem Boss. Also die ist ja wirklich so unfassbar stark. Also die ist so unfassbar stark. Meine Klingen sind stets gewetzt. Sagte ich nicht, dass ich euch wissen lassen würde, wenn wir zu tief hineingeraten? Den Punkt haben wir jetzt erreicht. Es gibt viel zu tun. Agentin Widerwillen, wir haben Itaki verloren. Wir können uns später über das Wie Gedanken machen. Macht euch jetzt erstmal Sorgen darum, sie auszuschalten, bevor es noch schlimmer wird. Lillian schnaubt. Ich schätze mal, dass wir hier runtergekommen sind, um herauszufinden, was Karatas auf Lager hat. Ich wünschte, wir hätten uns um unseren eigenen Kram gekümmert. Trödelt nicht, die Teki ist nicht sie selbst. Wir müssen etwas tun. Haltet sie auf, ich gebe euch Deckung. Okay. Dann los. Ja. Ihr seid ein Wurm! Sie wird alles verzehren! Zu spät! Also ganz ehrlich, die war jetzt so schnell kaputt. Also, Schaffen wir sie außer Sicht. Und überlegen, wie es weitergeht. Erstmal angucken, wie geht's der? Oh, man sieht die Leere hier. Die strömt so richtig durch sie. What the fuck? Void Energy. Was verlangt ihr? Agenten wider Willen. Wir stehen nicht mehr im Rampenlicht, vorerst. Es ist meine Priorität, Itaki zurück zur Weberin zu bringen. Eure Priorität ist, euch um die Waffen zu kümmern. Bei all der Aufregung hätte ich fast den Waffenkonvoi vergessen. Wir müssen nachdenken. Das ist schlecht, aber nicht furchtbar. Und das heißt, dass es noch schlimmer werden kann. Laut und deutlich. Bleibt wachsam. Das mit dem unbemerkt bleiben können wir jetzt wohl vergessen. Wenigstens können wir nun, da unsere Deckung aufgeflogen ist, hier richtig Radau machen. Wir wissen, dass sie Waffen über die südliche Brücke transportieren. Wenn wir diese Waffen gegen sie selbst richten, müssen sie ihre komplette Armee neu versorgen. Das wird uns wenigstens etwas Zeit verschaffen. Ich habe 6 Schwachstellen beim Konvoi ausgemacht. Bringt an allen Bomben an, macht euch anschließend aus dem Staub und genießt das Feuerwerk. Ah, weiß nicht. Es gibt viel zu tun. Selbstgemachte Meuterei. Uns fehlt die Feuerkraft, um ihre gesamte Produktion auseinanderzunehmen. Wir haben allerdings noch 2 Fiolen mit Zornesphäromonen übrig. Holen wir das Optimum aus ihnen raus. Ein Belagerungsmarschall und ein Rüstmeister beaufsichtigen die Vorbereitungen und geben Befehle aus. Eigentlich Logistikexperten, aber trotzdem recht schlagkräftig. Und genau da kommen die Pheromone ins Spiel. Trefft sie mit einer Fiole, dann wird sich ihre eigene Armee gegen sie wenden. Wenn wir beide ausschalten, legen wir ihr Unterfangen lahm. Bleibt wachsam, die Bomben sollten mir genug Deckung verschaffen, um Itaki wegzubringen. Trefft mich im Nest der Weberin. Wir finden schon raus, was zu tun ist. Okay. Also, wir müssen jetzt da vorne hin. Hängen.
Ladung platziert. So, noch drei. Eine noch. Ah ja, okay, sieht mal, wie die alles miteinander verbinden hier. Was haben wir jetzt? Und jetzt müssen wir okay. Beiden besonderen machen. Den Belagerungsmarschall und den königlichen Rüstmeister. Deine eigene Armee am hier ist schon. Verräter! Die Königin wird davon erfahren! Dann bist du schon längst tot. Okay. Nur noch die Lunte zünden und dann gibt es ein schönes Feuerwerk, wie Lillian Voss meint. Let's go. Bam. Jo. Fast wie bei Silvester hier. Können wir mal abgeben. Ich lebe in den Schatten. Laut und deutlich. Der Konvoi liegt nicht nur in Trümmern. Wir konnten das Chaos sogar nutzen, um uns davon zu stehlen. Wenn ihr etwas könnt, dann Lärm machen. Leise bleiben? Ach, da können wir noch dran arbeiten. Trödelt nicht. Selbstgemachte Meuterei. Es ist nur eine Verzögerung. Kein voller Stopp. Aber dennoch nicht zu unterschätzen. Das verschafft den Leuten oben mehr Zeit, Vorkehrungen zu treffen. Bleibt wachsam. Neues aus dem Untergrund. Die Explosion konnte ich bis hierher hören. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Ich wäre vermutlich auch erleichtert, wenn das weniger dürftig verlaufen wäre. Itaki ist hinten außer Hörweite sicher untergebracht. Was auch immer Xaltas getan hat, es ist noch nicht abgeklungen. Die Weberin hat bereits Leute damit beauftragt, die Sache unter die Lupe zu nehmen, aber bisher sieht es nicht gut aus.
Aleria wird einen Lagebericht wollen. Viel Glück. Ich habe ihr von Itaki und dem Konvoi erzählt. Ihr könnt ihr ja erzählen, was wir im Labor gefunden haben. Viel Glück. Okay. Erstmal reden wir mit der Weberin. Eine kleine Weberatte hat mir von eurer Ankunft berichtet. Eure Meisterspionin schaut so finster. Ist sie immer so oder gibt es noch mehr zu berichten? Informiert die Weberin über eure Entdeckung im Transformatorium. Nefaris? Meine Königin? Lebt? Nein, wie ihr es beschreibt, ist sie lediglich ein Schatten ihrer selbst. Hätten sie sie doch einfach getötet. Ihr liegt falsch. Ach ja. Ist das Mitgefühl unter Monstern? Der Tod ist das Ende der Geschichte. Mit allem davor lässt sich arbeiten. Gehen wir, Champion. Wir müssen oben Bericht erstatten. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn das ein guter Status sein soll, ich weiß ja nicht. Ist nicht tot, aber auch nicht wirklich lebendig. Gucken, was Aleria zu dem ganzen Unterfangen sagt. Den besten Bogen aller Zeiten, nee, da. Bericht, Voss. Was ist da unten? Schwarzblut. Sie bringen es nach Heilsturz und das werdet ihr nicht mögen. Die aufgestiegenen Neruper. Xalatas sitzt direkt in ihrem Verstand. Sie liefern uns einen mörderischen Kampf. Eine Taktik, auf die sie häufiger zurückgreift. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir ihr erneut begegnen. Danke, Voss. Okay. Es gibt noch viel zu tun. Neues aus dem Untergrund. Am Ende des Tages haben wir ihren Vormarsch verzögert und einige gute, verwertbare Informationen gesammelt, mit denen die Leute oben arbeiten können. Was ist wert? Nun, das wird die Zeit zeigen. Kennt euer Ziel. Ein geheimnisvolles Signal. Oberste Sprecherin Brynz hat einen dringenden Auftrag für euch, Kisarisi. Sie freut sich, in den kommenden Kriegsanstrengungen helfen zu können. Untersucht ein geheimnisvolles Signal in den Golemwerken der Tiefenschmiede, einer geschlossenen Fertigungsanlage in den schallenden Tiefen. Könnt ihr sie dort treffen und sie unterstützen? Kriegsgolems könnten dabei helfen, unsere Chancen gegen die Neruba zu verbessern. Helft Brynz dabei, sie zu sichern, Champion. Okay. Na dann. Immer wieder schön, wenn man hier runterfliegt. Ich liebe das. Es gibt mir irgendwie immer so Khazad-dûm-Vibes. Weiß auch nicht. Moria. Herr der Ringe. Einfach cool. So, Freunde. Wir wollen da Richtung Süden.
Ihr kommt gerade recht. Ich möchte euch einen Freund von mir vorstellen. Wer ist das denn? ZZ0147. Das ist ja abgefahren, das sehe ich. Ich betreue das Archiv. Ein geheimnisvolles Signal. Kisarithi, danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Ich könnte noch einmal eure Hilfe gebrauchen. Ich werde dafür sorgen, dass euer Name in den Archiven erscheint. Kleine Freundin, große Pläne. Ich habe ein Notsignal bis zu dieser kleinen Wartungsmaschine verfolgt. Ein seltsamer Fund, doch der wahre Schatz ist die aufgegebene Kriegsgolem-Fabrik im Südosten. Wenn wir die Produktion von Kriegsgolems wieder aufnehmen können, sind wir in der Lage, etwas zum Krieg beizutragen. Leider ist die Einrichtung von einem Wiederverwertungstrupp der Goblins überrannt worden. Wir müssen herausfinden, ob die Fabrik betriebstüchtig ist. Glücklicherweise habe ich einen Plan, bei dem unsere kleine Freundin hier eine Rolle spielt. Macht euch doch einmal miteinander bekannt. Kommt wie ZZ0147 ist die letzte Wartungsmaschine der Golemwerke der Tiefenschmiede. Sagt Hallo, ZZ. Hallo, ZZ. ZZ0147 gibt mehrere Piepser aus, aufstiegend Tönen von sich und kippelt ein wenig, als wollte die Maschine grüßen. Sagen wir denn? Hallo ZZ, ich bin Kisarithi. Ist mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Okay, denk mal, es war nett. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Wo wir nun die Formalitäten hinter uns gebracht haben, können wir uns in die Fabrik schleichen. Aufgabe wird fortgesetzt. Aufklärung in der Fabrik. ZZ0147 müsste sich dorthin hineinschleichen können, ohne allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Doch seid vorsichtig, diese Goblins nehmen sich alles an Rohmaterialien, was sie kriegen können. Wenn sie unseren Bot entdecken, werden sie keine Gnade kennen. Mögen die Tiefen weiter erscheinen. Oh shit. Ihr müsst für uns in die Golemwerke gehen und euch umsehen. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste es. Rohrgitter betreten. Ich wusste, dass genau sowas kommt. Was haben wir denn hier? Schnell laufen und stellt ein Lockvogel-Hologramm auf, um aufmerksam Goblins in den Golemwerken der Tiefenschmiede zu täuschen. Mal rein hier. Das Ding ist riesig. Wir werden jede Menge zu tun haben. Kundschaftet die Fertigungshalle aus. Die Anlage bekommt keine Energie, aber dieser Kriegsgolem in der Ecke sieht intakt aus. Okay, jetzt müssen wir... Wir können es vielleicht reaktivieren, wenn wir ungestört daran arbeiten können. Möchte ich die Rohre. Thank you.
Ja, ich glaube, da vorne das reicht. Genau. Sehr gut. Dann mal wieder zu Bruns. Ich spreche für die Maschinen. Ich versuche, diese Energiekammer aus ans Laufen zu bringen. Doch denkt daran, dass sie Ärger bekommen werden, sobald die sehen, was wir vorhaben. Mögen mal los. Eure Zahnräder. Tschüss, Kollege. Idiot. Ihr hättet wohl größere Freunde mitbringen sollen. Ratet mal. Haben wir. Jetzt, ZZ. Richtung reaktiviert. X-Golems aktiv und wieder in Produktion. Oh ja, die können gut abgehen. Ach, einpacken, Leute. Wir sind geschlagen. Und weg ist er. Kennt ja nichts. Verpisst er sich einfach. Okay, Abgabe. Wie lautet eure Anfrage? Das ist Sabotage. Eine Zeit lang war die Sache ziemlich riskant, aber wenn jemand daraus einen Sieg machen konnte, dann ihr. Bitte kehrt zum Abgesandten in Donnogal zurück und meldet ihm euren Sieg. Geht mit meinem Dank und im Wissen, dass die Maschinenflüsterer in eurer Schuld stehen. Schon wieder. Zurück an die Arbeit. Die Stimme der Flüsterer. Bitte überbringt Aleria in Donnogal die Nachricht von unserem Sieg. Sicher werden sich unsere Verbündeten freuen, wenn sie hören, was wir für die Kriegsanstrengungen leisten können. Aufgabe wird fortgesetzt.